Roman Bürki, wir sind mit Borussia Dortmund am gleichen Ort im Trainingslager und im gleichen Hotel wie der FCB. Wie ist das für euch? Wie ist das für dich als Schweizer? Ich habe mich natürlich sehr gefreut, all die bekannten Gesichter wieder zu sehen. Michi Lang von Nazi, Luca Zuffi, Renato Steffen, mit dem Tauland, wo ich natürlich bei GC Vergangenheit habe. Ich habe mich natürlich gefreut, die Gesichter wieder zu sehen. Und mir ist es gut gehabt jetzt, bis jetzt. Zu welchem hast du am meisten Kontakt? Ja, also definitiv zu Michi Lang. Wie gesagt, bei GC haben wir oft zusammen etwas unternommen und auch in Nazi teilen wir uns das Zimmer. Also es ist eine sehr enge Freundschaft mit ihm. Ja. Was ist das so für eine aus deiner Sicht? Sehr lustig. Also mit ihm wird es sicher nie langweilig und sehr seriös auch. Und es passt eigentlich mehr den gleichen Rhythmus, wie wir Abläufe haben vor dem Training und so. Wegen dem teilen wir eigentlich auch das Zimmer, ja, mit in Nazi. Was hast du für einen Bezug oder für Erinnerungen an FC Basel, auch zu der Zeit, als du noch in der Schweiz bei GC geschaut hast? Ja, natürlich eine riesige Dominanz im Schweizer Fußball. Klar, ich war dann bei GC, hätte es dann lieber anders gehabt, aber der FCB ist nun mal Nummer 1 in der Schweiz und das haben sie jetzt so über Jahre hinweg immer wieder bewiesen. Und diese Konstanz, das verdient schon grossen Respekt, was der FCB über Jahre auf den Platz bringt. Aber so aus Dortmund-Sicht ist es doch eher so ein bisschen kleinerer Verein, oder wie reden wir bei Borussia Dortmund über den anderen Club, der jetzt im gleichen Hotel logiert? Nein, also bei Dortmund, wir haben natürlich die Jungs da, die Erfolge, die Basel feiert und mit der Champions League, die sie regelmässig vertreten sind, natürlich auch sehr grosser Respekt. Und ich denke, das merkt man hier im Hotel. Also man geht sehr anständig und mit Respekt voll miteinander um. Vielleicht noch ganz kurz zu eurer Situation mit Borussia Dortmund. In der Champions League top, in der Meisterschaft eher durchzogen. Wieso der Unterschied? Ja, es ist schwierig zu sagen. Auf das bin ich schon öfters angesprochen worden. Es ist wirklich schwierig, irgendwie sagen, genau das ist der Grund. Ich denke, man geht immer gleich ins Spiel, egal ob das jetzt ein Meisterschaftsspiel ist oder ein Champions League-Spiel. Aber schlussendlich. Wir haben viele junge Spieler und vielleicht ist es bei denen ab und zu noch im Kopf, Champions League doch noch ein bisschen etwas mehr, wo man ein bisschen mehr konsequenter in den Zweikampf geht oder noch ein bisschen konsequenter das Goal sucht als in der Meisterschaft. Und vielleicht ist das der Grund, aber einfach einen klaren Grund zu sagen, das ist nicht möglich bei uns. Nein. Okay, vielen Dank. Wir wünschen dir persönlich viel Erfolg mit Borussia Dortmund und natürlich auch mit der Schweizer Nationalmannschaft. Merci vielmals und gute Rückrunde. Danke auch vielmals, gleichfalls.